Die Musterfeststellungsklage ist eine Möglichkeit, um Verbrauchern das Risiko zu nehmen, allein vor Gericht zu gehen und dort zu unterliegen. Denn bei der Musterfeststellungsklage klagt eine Organisation für viele Verbraucher in Massenfällen. Das Ergebnis der Musterfeststellungsklage ist die Feststellung, ob bestimmte Ansprüche bestehen oder nicht bestehen. Im Moment gehen wir davon aus, dass der Gesetzesentwurf zu dieser Klageform durchkommt und wir ab 1. November 2018 auch als Verbraucherzentrale eine Musterfeststellungsklage auf den Weg bringen können. Die erste Musterfeststellungsklage von Seiten der Verbraucherzentrale wird sein eine Klage gegen die Volkswagen AG wegen manipulierter Abgaswerte im Rahmen des VW-Abgasskandals. Wer profitieren will von der Feststellung im Rahmen dieser Klage, der muss sich anmelden im Klageregister. Die Anmeldung erfolgt beim Bundesamt für Justiz, aber auch die Verbraucherzentrale und der klagende Verbraucherzentrale Bundesverband werden im Detail darüber informieren. Wichtig ist auch, eine Klage dieser Art ist nur zulässig, wenn es 50 oder mehr betroffene Verbraucher gibt. Und, das ist sehr positiv, wer sich anmeldet, profitiert davon, dass sein Anspruch zum Beispiel auf Gewährleistung oder auf Schadensersatz zunächst einmal nicht verjährt. Die Verjährung ist gehemmt. Die Musterfeststellungsklage ist keine Sammelklage. Das bedeutet, auch bei einem positiven Ausgang des Verfahrens habe ich nicht selbst direkt die Möglichkeit, von dem Unternehmen Schadensersatz zu verlangen oder eine bestimmte Leistung. Das Unternehmen ist aber gut beraten, dieses Musterfeststellungsurteil zu respektieren, denn der betroffene Verbraucher kann selbst eine Klage einreichen und das Gute ist, bei dieser Klage sind wesentliche Fragen schon geklärt, denn das Gericht, das man anruft, muss sich halten an die Festlegung aus der Musterfeststellungsklage. Das heißt, das kann sehr, sehr schnell gehen, der Anspruch besteht, ist ja schon festgestellt worden, also gibt es eine Leistung.